Frau Miesbauer, danke, ja? Dass Sie gekommen sind. Gerne. Welche Vorstellungen haben Sie von der Entwicklung unseres Landes? Was wünschen Sie sich? Also ich wünsche mir, dass in Österreich das Tierschutzgesetz noch einmal überarbeitet wird und dass die Politiker darauf achten, dass wir in einem modernen Land wie Österreich auch ein modernes Tierschutzgesetz haben. Mhm. Weil das, was jetzt beschlossen wurde im Parlament, da ist noch sehr viel verbesserungswürdig. Also mir liegt das Thema Tier und Tierschutz sehr am Herzen, bin selber auch aktiv. Ich tue sehr viel, habe selbst erst unlängst eine Katze, eine ausgesetzte gerettet in einem Waldstück in Melk, wo ich auch leider eine getötete Babykatze entdeckt habe, wo sich der Obduktionsbericht, also wo ich die Katze dann auf die Veterinärmedizinische Universität gebracht habe und der Obduktionsbericht hat die menschliche Gewalt bestätigt. Also die Katze wurde durch Menschenhand leider Gottes getötet. Was ist es denn im Bereich des Tierschutzes, was Sie stört oder was an gesetzlichen Änderungen würden Sie sich vorstellen? Also ich würde mir auf alle Fälle wünschen, dass wir in Österreich eine Kastrationspflicht für Katzen und Hunde haben, weil das verhindert wirklich Tierleid. Wenn jetzt zum Beispiel ein Wildtier sich in die Stadt verirrt, dass man vielleicht, bevor man zur Waffe greift, wie es mit dem Wildschwein zum Beispiel in Donaustadt passiert ist, dass man vielleicht versucht, das auf einer besseren Art und Weise zu lösen, sprich ein Betäubungsgewehr. Wäre vielleicht in erster Linie die, ja, meiner Meinung nach bessere Variante, bevor man das Problem mit der Waffe löst, sage ich jetzt einmal. Frau Miesbauer, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind gerne. Und uns diese Gedanken mitgebracht ja, haben. Dankeschön. Gerne. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.